Willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Walter Kaufmann. Ich leite hier die Arbeit in Ost- und Südosteuropa. Es ist schon eine kleine Tradition geworden, dass wir uns hier zu Anfang eines Jahres versammeln und gemeinsam mit Alexei Kaslow von dem Verein Solidarität mit der Bürgergesellschaft in Russland einen Rückblick machen auf die Situation der russischen Zivilgesellschaft, ihre politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten ihrer Entfaltung. Wir haben uns in diesem Jahr entschlossen, den Fokus auf ein, wie wir finden, besonders wichtiges Feld zu lenken, auf die Frage der digitalen Medien und ihrer Möglichkeiten für die russische Zivilgesellschaft, für die zivilgesellschaftliche Kommunikation. Und haben dazu Expertinnen und Experten eingeladen aus Russland, die ich sehr herzlich begrüßen möchte und die Ihnen nachher gleich im Einzelnen vorgestellt werden, die zum einen sich beschäftigen mit den politischen Rahmenbedingungen für das Internet in Russland und der Internetpolitik, der Netzpolitik der russischen Regierung, die aber zum anderen selbst ein Abbild geben dessen, wie vielfältig und lebhaft die digitale mediale Landschaft in Russland geworden ist unter schwierigen Bedingungen und die vieles zustande bringen, was wir hier im Westen oft nur sehr wenig kennen. Über die Entwicklung des Internets in Russland gibt es sehr unterschiedliche, sehr widersprüchliche Nachrichten. In den letzten 20 Jahren ist, das wissen alle, die Internetnutzung in Russland förmlich explodiert. Die Dichte, die Internetnutzungsdichte zählt zu den höchsten weltweit. Ich glaube, Russland steht hier auf dem 7. Platz. Um die 80% der Bevölkerung nutzt den Statistiken nach das Internet. Es gibt unzählige Informationsangebote und Portale. Inhalte werden rasant in sozialen Netzen und Messenger-Diensten verbreitet. Wir erleben eine lebhafte Neuorientierung des russischen Journalismus und vieler zivilgesellschaftlicher Initiativen. Webportale entstehen als journalistisches Angebot mit vielfältigen Beiträgen aus Forschung, Kunst und Kultur. Man schließt sich in neuen Medienformen zusammen und per Crowdfunding werden mal eben ganze Redaktionen gerettet. Sie berichten so breit und offen über die Gesellschaft, wie es die staatlich kontrollierten Medien längst aufgegeben und verlernt haben. Regionale Blogger und Bloggerinnen oder Zwei-Personen-Redaktionen erfinden eine neue, ehrliche und originelle lokale Berichterstattung. Im Internet können neue Formate der Information, Verflechtung und Mitbestimmung gefunden und erprobt werden. Auf der anderen Seite aber scheint die russische Führung das Internet mit neuer Intensität aufs Korn zu nehmen. Und das schon spätestens seit den Protesten gegen die Ämterrochade Putin-Medvedev im Winter 2011-12. Damals wurde klar, dass sich große Massen über dieses Medium vernetzen, verabreden und in kürzester Zeit Geld zusammenbringen können, um laute karnevaleske Proteste gegen die russische Führung zu organisieren. Seither sehen wir zwei Tendenzen staatlicher Politik: Repression und Einschränkung der Meinungsfreiheit im Internet auf der einen Seite und Nutzung für die eigene Propaganda auf der anderen. Einschränkung, Strafverfolgung von Bloggern und Nutzern sozialer Medien unter Extremismusvorwürfen. Vorgehen gegen anonyme Messenger-Dienste, Sperren von Websites, das ist an der Tagesordnung. Während man von deutschen Regierungsstellen die Empfehlung bekommt, seine Daten weitestgehend möglichst zu anonymisieren und mit guten Passwörtern zu schützen, sagt einem die russische Regierung, wer anonym handelt, macht sich verdächtig.
Wer nichts zu verbergen hat, kann sich doch bei jeder Aktion, bei dem Einkauf, bei jeder Kommunikation registrieren mit seinem vollen Namen. Nach chinesischem Vorbild nimmt die staatliche Aufsichtsbehörde Roskomnadzor all diejenigen ins Visier, die Privatheit im Internet sicherstellen wollen. Und natürlich, auch das ist sehr, sehr viel diskutiert in Deutschland, die Propaganda. Spätestens im Zuge der Ukraine-Krise entdeckte der Kreml die Wirkmacht der Trolle für seine Propagandazwecke nach innen und nach außen. Hier sind die Risiken des Internets besonders groß, dort, wo sich keine Qualitätsmedien halten konnten, entwickeln konnten oder institutionalisieren konnten, ist die Wirkungsmacht massenhaft verbreiteter Fake News umso größer. Die Wirkmacht von mit Bildern verknüpften Verschwörungstheorien millionenfach verbreitet. Gut, wir wollen in zwei Panels versuchen, den digitalen Kontrollbestrebungen des russischen Staates auf der einen Seite nachzugehen und den digitalen Autonomiebestrebungen der russischen Zivilgesellschaft. Wir verstehen das als Teil einer Diskussion zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Eine Diskussion, die auch eine deutsch-russische, aber die natürlich vor allem eine internationale Diskussion ist. Und wir wollen mit dieser Veranstaltung dazu beitragen, dass Deutsche und Russen gemeinsam einen aktiven Anteil an dieser internationalen Diskussion nehmen. Ich möchte mich für die Vorbereitung dieser Veranstaltung ganz herzlich bedanken bei meiner Kollegin Nina Happe, die die Hauptarbeit hatte hier bei der Organisation und Vorbereitung und die gleich das erste Panel moderieren wird. Und möchte nun das Wort übergeben an Alexei Kaslow. Alexei, wo ist er? Bitte schön. Unseren langjährigen Partner vom Verein Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland. Alexei. Danke, Max. Ja. Ich leite den Verein Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland. Dieser Verein wurde 2013 gegründet durch Vertreter der russischen, polnischen und deutschen Zivilgesellschaft in Berlin, um sowohl die russische Zivilgesellschaft zu unterstützen, als auch Prozesse zu verstehen und in Deutschland verständlich zu machen. Da dies Prozesse sind, die aufmerksam beobachtet, aber auch für das deutsche Verständnis aufbereitet werden müssen. Wir analysieren und monitoren die Menschenrechte. Unsere letzte Arbeit ist der für Deutschland angepasste Bericht über die Menschenrechte in der Krim im Laufe der 5 Jahre der Okkupation. All diese Berichte finden Sie auch auf unserer Webseite, artikel20.org, die auch als Medium in Russland noch registriert ist. Meinungsfreiheit war für uns immer ein wichtiges Recht, vielleicht nicht das Wichtigste, aber das ist das, was uns die Möglichkeit gibt, die Versammlungsfreiheit, Vereinsfreiheit und andere auszuleben. Deshalb haben wir bei unserer Arbeit und auf unserer Website das immer ganz besonders ernst genommen. Um das zu illustrieren, die Situation mit der, zeige ich Ihnen 5 Headlines, 5 Überschriften vom 8. Februar aus dem russischen journalistischen Leben. Ich habe sie gefunden in Yandex. Ein TASS-Redakteur musste seinen Arbeitsplatz verlassen, nachdem er recherchiert hatte über die Schulspeisung. In Machatschkala wurde ein Blogger verhaftet, da er Gläubige in der Kirche gefilmt hatte. Ein Blogger aus Tümen wurde verfolgt, da er Blogger in Moskau repostet hatte, welche über die Kundgebung auf dem neuen Arbat berichtet haben. Die Rundfunkstation, der ausländische Agent Radio Liberty, mischt sich nach wie vor in innere politische Eigenschaften Russlands ein.
diese wenigen Überschriften geben uns eine Vorstellung von dem Kontext in Russland und von der Situation, in der der Journalismus in Russland ist und vor allem der digitale Journalismus. Und wir sehen, dass die Lage sich sehr schnell verschlechtert, obwohl Russland den Platz 148 einnimmt, schon das dritte Jahr im Rating der Meinungsfreiheit, also stabil schlecht dasteht. Das bedeutet nicht, dass die Repressionen zurückgehen oder in irgendeiner Art und Weise eingestellt werden. Nein, sie weiten sich aus auf neue Bereiche des sozialen Lebens und nutzen neue Instrumente. Das sind Strafen, Verhaftungen, reale Verhaftungen für die Verbreitung von Informationen in sozialen Netzwerken über ungenehmigte Demonstrationen und Kundgebungen. Das sind Haftstrafen von bis 5 Jahren für Reposts und Likes in den sozialen Netzwerken. Das Gesetz über die Massenmedien, die sogenannten ausländischen Agenten, greift sehr aktiv. Und extra sollte gesagt werden, dass die Situation sich besonders verschlechtert mit der Meinungsfreiheit in der Krim. Das hat auch uns betroffen, die Korrespondentin unseres Portals Artikel20.org, Alena Savchuk, hat für 10 Jahre ein Einreiseverbot nach Russland bekommen für ihre Publikationen über die Menschenrechtssituation in der Krim. Das ist ein Antirekord, aber ich glaube, das wird nicht der letzte sein. Ich bin sicher, dass die Vorträge der Kollegen und die Diskussion Ihnen helfen wird, die Situation der Medien in Russland besser zu verstehen. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie alle auch ganz herzlich. Es ist viel voller geworden, als ich gehofft hatte. Das ist sehr schön. Mein Name ist, wie gesagt, Nina Happe und ich arbeite hier im Osteuropa-Referat der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind 6 Personen und haben die Arbeit so ein bisschen regional aufgeteilt und ich bin vor allem für die Zusammenarbeit mit dem Büro in Moskau zuständig und für Veranstaltungen hier, die irgendwie was mit Russland zu tun haben. Ich darf mich in diesem Fall ganz herzlich bedanken bei Anni Mativosyan, meiner Kollegin aus dem Team und auch unserem Praktikanten Paul Stricker, die mir sehr geholfen haben, das hier vorzubereiten. Paul Stricker möchte eventuell auch etwas schreiben und wird sich vielleicht an einige der auswärtigen Gäste, die hier gekommen sind, wenden mit Nachfragen. Ich stelle Ihnen jetzt meine Gäste vor. Zu meiner Rechten sitzt Anna Golubjewa aus Moskau. Sie ist studierte Journalistin und Medienkritikerin und sie hat sehr, sehr diverse, wie ich finde, sehr vielfältige Berufserfahrungen aus verschiedenen Medienbereichen. Sie hat zum Beispiel bei der Zeitschrift Aganyok gearbeitet, die ist sehr, sehr alt. Ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das war, glaube ich, zur Zeit der Perestroika ein wirkliches Flaggschiff der Reformer. Sie hat aber auch beim Fernsehsender NTV gearbeitet, der ist, glaube ich, heutzutage staatlich. Sie leitete den Entwicklungsdienst des Senders Rossiya, wo sie für Marketing, Branding, Promotion und Design zuständig war, also eigentlich mit der Vermarktung von Medien zu tun hatte. Das finde ich auch interessant als Aspekt, dass man sich mit so einer anderen Seite befasst. Sie war Chefredakteurin des Fernsehunternehmens A-Media und des Streaming-Services A-Mediathek. Seit 2012 ist sie Chefredakteurin der Abteilung Medien beim Portal Kolter.ru. Außerdem ist sie auch noch Autorin und schreibt für verschiedenste Zeitschriften. Für die russischsprachigen unter Ihnen nenne ich ein paar. Seans, Esquire, New Times, Kritischeskaya Masse, Expert, L'Officiel Voyage und auch für verschiedene Internetportale wie Gazeta, Open Space, Ru, eben Kolter.ru, und Pravoslavie im Mir. Also ich denke, sie ist eine ausgesprochene Kennerin der Medienlandschaft und ich hoffe, das können wir hier auch gut nutzen. Daneben sitzt der junge Mann Damir Gajnutdinov aus Moskau. Er ist Jurist bei der internationalen Juristenvereinigung Agora. Der volle Name im Programm ist Agora International Human Rights Group.
Dort ist er bei Agora spezialisiert auf das Thema Medien, Meinungsfreiheit, und zwar offline und auch online. Und er ist Mitautor des jährlich erscheinenden Berichtes von Agora zur Freiheit im Internet. Dieser Bericht ist gerade erschienen und ich denke, wir werden insbesondere die Ergebnisse dieses Berichtes von Damir genannt bekommen, denn es scheint ja einen Strategiewechsel zu geben bei der russischen Führung, was die Versuche angeht, die Meinungshoheit über das gesellschaftliche Leben zu festigen. Damir Gajnutdinov vertritt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch die Sache von verschiedenen Internetportalen, Internetzeitschriften wie zum Beispiel Grani.ru. Das war, glaube ich, eine der ersten, die tatsächlich geschlossen oder blockiert wurden. Und auch Kasparov.ru, das ist auch eine Internetzeitschrift. Und ich meine auch, sie vertreten auch Telegram. Gut, habe ich richtig in Erinnerung. Willkommen. Schön, dass Sie beide extra gekommen sind. Zu meiner Linken sitzt Gemma Pörtzgen. Sie arbeitet als freie Journalistin mit Osteuropa-Schwerpunkt in Berlin. Sie war auch Nachrichtenredakteurin und Auslandskorrespondentin, und zwar auf dem Balkan und in Israel und Palästina. Als Journalistin hier arbeitet sie in der Redaktion von Deutschlandfunk Kultur und sie ist auch Autorin, Moderatorin und Medienberaterin. Das ist alles aber nicht der Grund, warum ich Gemma eingeladen habe, obwohl es sicher nicht schadet, dass sie ausgezeichnete Osteuropa- und Russlandkenntnisse hat und wohl sogar in Moskau aufgewachsen ist, sondern der Grund ist, dass Gemma Pörtzgen Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen ist in Deutschland und diese Organisation 1994 auch mitgegründet hat, nach dem französischen Vorbild. Und ihre Aufgabe wird also nicht sein, als dritte Stimme aus Russland direkt zu berichten, sondern einen Seitenblick zu versuchen und zu gucken, welche Probleme und welche Trends oder Tendenzen vielleicht auch global sich abzeichnen und wie man das ein oder andere einordnen kann, beziehungsweise wo sich vielleicht ein Vergleich auch anbietet, auch mit dem, was in Deutschland passiert, wo wahrscheinlich auch nicht immer alles perfekt ist. In unserer Ankündigung für diese Veranstaltung haben wir ja ein bisschen provozierend drüber geschrieben, für dieses Panel, dass die russische Führung einem chinesischen Modell nacheifert, was die Kontrolle angeht und auch die Zensurmethoden. Ich würde aber am liebsten doch erstmal Anna Golubeva bitten, uns eine Art Einstieg zu geben in die neuen internetbasierten Medien, vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen, vielleicht auch einfach, indem sie uns erzählt, wie man bei Kolta.ru arbeitet, wer dort arbeitet, für wen, für welches Zielpublikum, wie die Verbreitung ist und wie die Finanzierungsmodelle so aussehen heutzutage. Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, dass Sie mich hören. Guten Tag. Es ist für mich angenehm, hier mit euch zusammen zu sein. Und ich erzähle jetzt etwas über Kolta.ru. Das ist ein unabhängiges Internetportal, war Nachfolger von Open Space.ru. Wurde in 2012 eröffnet, war unabhängig erstmal, hat über Kultur berichtet, hat sich dann umprofiliert, ein neuer Eigentümer hat das geändert und die ganze Redaktion des damaligen Portals Open Space hat das Portal verlassen und hat eine eigene Redaktion aufgebaut. Und die Schöpfer dieses Portals hatten sich entschlossen, auf Investoren und Eigentümer zu verzichten. Wir wollten niemanden suchen, der in uns investiert hätte, sondern wollten selber existieren, und zwar so lange und so gut es geht. Und wir wollten Menschen bitten, dass sie spenden, Crowdfunding, ganz einfach gesagt. Und eben solange wir durchhalten, solange wollten wir durchhalten. Wir dachten, ehrlich gesagt, wir schaffen es nur ein paar Monate, weil wir sind kein öffentlich-gesellschaftliches Portal, kein Wohltätigkeitsmedium, wie zum Beispiel von Frau Solotaryova. Wir sind ein Kulturmedium, ein seltener Fall bei den oder unter den unabhängigen Medien.
Es ist noch kein universelles Kulturportal entstanden. Und wir haben noch Musik, Film, akademische Musik wohlgemerkt, Media, Literatur, bildende Kunst. Und wir haben noch eine Rubrik, die Gesellschaft heißt. Und das heißt, die gesellschaftlich-politische Problematik ist ebenfalls Content bei uns. Darüber schreiben wir. Und was Culture One betrifft, das sind im Augenblick 14 Mitarbeiter. Wir staunen darüber immer wieder aufs Neue, existieren immer noch seit 2012, obwohl wir uns immer auf das Messerschneide bewegen. Und natürlich, wir alle arbeiten noch woanders. Das heißt, wir arbeiten oder verdienen unser Geld nicht bei Colter, weil das geht nicht. Wir verdienen unser Geld woanders, arbeiten aber in diesem Medium mit uns, helfen unterschiedlichste Menschen durch ihre Spenden. Mitunter sind das wirklich Fürsorger oder Kuratoren, die erhebliche Beträge spenden, oder ganz normale Menschen, die kleinere Summen überweisen. Und wir sind diesen Menschen allen natürlich sehr dankbar, weil dank ihrer Spenden existieren wir immer noch. Bei uns werden sehr, sehr viele wirklich Aufsätze von den besten russischen Journalisten veröffentlicht. Bekannte Journalisten und auch noch sehr, sehr viele Kultur- und Kunstschaffende, bekannte Theaterregisseure wie Kirill Serebrennikov und Konstantin Bogomolov, bekannte Künstler Kabakov und die Vertreter der modernen unabhängigen Kunstszene. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir nochmal unsere Autorenliste angesehen. Das sind ungefähr 600 Namen. Und nicht alle schreiben ständig, natürlich. Das ist über die Jahre verteilt. Aber das ist ein wunderbares Verzeichnis von sehr bekannten Namen. Wir machen keinerlei Werbung. Mitunter sagt man in den sozialen Netzen was über uns. Und das ist eigentlich unsere Werbung. So und so leben wir, und von Zeit zu Zeit gelingt es uns, irgendwelche Fördergelder zu bekommen. Jetzt natürlich nicht in Russland, vom russischen Staat. Mitunter bekommen wir Fördergelder von woanders und machen gemeinsame Projekte mit unterschiedlichen Partnern. Und das ist unser System, so arbeiten wir. Und was diese Finanzierungsmethode anbetrifft, die ist durchaus spezifisch. In Vorbereitung dieses Treffens wurde schon gesagt, dass Crowdfunding es den Redaktionen manchmal ermöglicht zu existieren. Das ist problematisch, weil Crowdfunding ist so ein Ding, das keinerlei Redaktion retten kann. Das ist mehr eine Methode, um Menschen mit einzubeziehen, um Kontakte zum Auditorium zu bekommen. Das ist kein Wirtschaftsmodell. Wenn eine große Stiftung Geld sammelt für wohltätige Projekte, wie bei meinen Kollegen, das funktioniert anders. Und in unserem Fall ist das Geld, mit dem man eigentlich nicht leben kann und arbeiten kann. Und insgesamt ist das ein Modell, das wir, wie viele andere Kollegen, nutzen. Ich würde sagen, das ist ein kombiniertes Modell oder ein Mischmodell, weil viele Crowdfunding verwenden, auch solche alten Akteure und geachteten Akteure auf unserer Medienszene, Novaya Gazeta zum Beispiel, die sammeln auch schon Geld über Crowdfunding, obwohl die einen Investor haben. Und von Zeit zu Zeit nutzen unterschiedliche unabhängige Medien diese Möglichkeiten. Wir haben auch Bürgerrechtler, die das so machen. Wie gesagt, Crowdfunding. Es gibt unterschiedliche Modelle für die Finanzierung, aber die sind bekannt. Es geht darum, dass wir auch ein Abo häufig genutzt wird. Vedomosti zum Beispiel, bekannte Zeitung, eine
ordentliche, ernstzunehmende Zeitung, ist eine überwiegende Abo-Zeitung, aber hat noch einen Investor und verdient Geld auch noch durch die Konferenzorganisation. Es gibt auch noch Modelle nach wie vor, die veraltend sind. Werbung zum Beispiel, ganz einfach old school. Und wir haben ein Medium, eine Zeitung, Sebesednik, auch mit Internetauftritt, schon sehr alt und ist Bestandteil eines Verlagshauses. Da einerseits seltsam, andererseits sehr gut bekannt durch Investigative von Oleg Raudugin, Antikorruptionsrecherchen. Macht und viel dazu veröffentlicht und seine Daten, seine Informationen und so weiter werden von Alexei Nawalny verwendet beispielsweise und Infos, die der Mann ausgräbt. Und was noch weitere Finanzierungsmodelle anbetrifft und überhaupt sozusagen Existenzgrundlagen für unabhängige Medien, ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Mein Kollege, der hat ja hier gesagt, über sein Verlagshaus, gute Internetpublikation, Batinka Davai Transformer, gehört zu einem Verlagshaus, das unterschiedliche Einnahmequellen hat. Und das muss nicht unbedingt immer was mit den Medien zu tun haben. Und das heißt, die Leute bauen zum Beispiel kooperative Medien auf für irgendwelche Brands oder Corporations und verdienen damit ihr Geld. So, das wären eigentlich die Finanzierungsmodelle, die bei uns zu Lande genutzt werden. Also es wird, glaube ich, deutlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, von einem Qualitätsjournalismus zu leben. Das heißt, dass die Finanzierung schon eine große Herausforderung darstellt für Sie alle. Nein, nein, das ist nicht ganz so. Es gibt kommerzielle Ausgaben, bekannte RBK zum Beispiel oder Wiedermeister, die ich schon ernannt habe, zum Teil Kommersant, Forbes, also die Zeitschrift Forbes. Das sind Publikationsorgane für Qualitätsjournalismus und man kann da nach wie vor unabhängige Informationen beziehen. Die werden auch gut gelesen und die Journalisten, die dort arbeiten und überhaupt die Schöpfer dieser Medien verdienen normal. Also bei denen läuft das so doch, also bislang noch gut, aber die haben ordentliche Investoren, Lizenzgeber, Forbes zum Beispiel. Oder das läuft eben halt so. Und die haben auch noch natürlich Werbeeinnahmen. Ich würde Sie noch fragen, ob es in dieser, sag ich mal, innerhalb dieser unabhängigen Medien eine Art Meinungsbildner oder Leitmedium oder so etwas gibt. Gibt es irgendeine Stelle, an der sich die Menschen jenseits des Staatsfernsehens informieren können, was läuft in meiner Stadt, was läuft in Russland, was läuft auf der Welt? Existiert so etwas auch noch, eine so eine Grundbasisinformation? Ich könnte jetzt nicht irgendein Medium nennen, dem alle grenzenlos vertrauen. Wie ich sagte, es gibt diese kommerziellen aus Medien, RBK, Wiedomosti, zum Teil Kommersant, ist auch nicht alles einfach. Da gehört ein Investor, ist formal unabhängig, aber in Wirklichkeit wissen wir, dass das nicht immer so ist, die formale Unabhängigkeit, und da ist ein Eigentümer, der nichts mit dem Staat zu tun hat, aber das ist alles nicht so einfach, das ist keine wirkliche Unabhängigkeit, weil diese Person gute Beziehung innerhalb des Staates hat und er hat das Medium gekauft, weil man ihm gesagt hat, dass das eine gute Idee wäre. Und das hat ihm die Regierung durch die Blume gesagt. Und er hat ihm diese bekannte Zeitung gekauft,
hat es verändert. Der Chefredakteur, die Redaktion wurde mehrmals ausgewechselt. Das sind nur noch ganz wenige geachtete Journalisten geblieben, aber sie sind noch da und von Zeit zu Zeit schreiben sie doch relevante Informationen. Meinung, Betrachtung. Aber ein Medium kann man nicht nennen. Das Bild in Russland, aber ich würde sagen, das ist die Norm für die moderne Gesellschaft. Dieses Bild setzt sich aus dem Lesen einiger unterschiedlicher Quellen zusammen. Das ist wie ein Puzzle, das sich aus unterschiedlichen Stückchen zusammensetzt. Der Fernsehsender Durst zum Beispiel oder ausländische Medien, BBC zum Beispiel, wo vor einiger Zeit einige sehr gute russische Journalisten angeheuert haben, die nirgendwo mehr einen Job gefunden haben, außer bei der BBC. Und die arbeiten gut, machen auch investigativen Journalismus. Und die BBC, die Deutsche Welle, dann Voice of America und dann spezielle Medien, ausländische Medien für Russland, von Chodorkowski zum Beispiel, offene Media und Открытая Россия oder Medusa beispielsweise, doch auch qualitativ hochwertig und unabhängig arbeiten in Lettland, 70% aber für Russland, sie schreiben über Russland und für Russland in erster Linie. Ja, und man muss sich eben der Lektüre dieser Medien widmen und dann kann man auch ungefähr wissen, was in der Welt passiert. Führung wirklich sehr interessant und es zeigt auch, dass die Vielfalt viel größer ist, als ich zum Beispiel das so wahrnehme, weil man hat vielleicht auch Vorurteile, was das betrifft, was den unabhängigen Journalismus und die Bedeutung von einzelnen Journalisten angeht, die gute Arbeit machen in Russland. Ich habe eigentlich aus einem anderen Grunde gefragt, denn bei uns wird manchmal beklagt, dass es so eine Blasenbildung gibt, dass also die verschiedenen Communities einfach nur die Informationsquellen nutzen, die zu ihnen passen, sei es politisch oder von den Interessen her, und dass so die verschiedenen Communities aneinander vorbeileben. Ist das ein falscher Eindruck, Gemma? Gibt es sowas? Könnte das sein, dass das ein Trend ist? Ich habe nämlich auch gedacht, das ist vielleicht ein Trend, der vielleicht durch dieses Medium Internet auch verstärkt wird. Durch diese unglaublichen Möglichkeiten und durch die unüberschaubare Vielfalt eigentlich an Angeboten. Zunächst einmal, Zunächst einmal möchte ich noch sagen, dass Anna das, glaube ich, sehr schön dargestellt hat, wie groß die Vielfalt an russischen Medien im Internet ist. Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch mal sagen, dass man vielleicht unterscheiden muss zwischen Medien, die sie ja auch in dem zweiten Teil genannt hat, die eigentlich herkömmliche Medienmarken sind und auch einen Online-Auftritt haben, wie Kommersant oder Ведомости und so weiter, und eben Medien, die eben wirklich aus dem Internet heraus entstanden sind. Das kennt man bei uns in Deutschland auch, wenn Sie an Spiegel denken und Spiegel Online und FAZ, die sind alle irgendwie im Internet, aber auch hier in Deutschland gibt es eben und auch in anderen Ländern ist das der Trend, dass es immer mehr Medien gibt, die sozusagen für sich entstehen, ohne eben die klassische Printmarke überhaupt noch zu haben. Insofern war das, glaube ich, eine sehr, sehr gelungene Darstellung. Und wenn man diese Vielfalt auch auf Deutsch mal sehen möchte, gibt es ein sehr schönes Portal, Decoder, das ich an dieser Stelle auch ausgesprochen nochmal nennen möchte, wo man eben auch solche Beiträge nachlesen kann, auf Deutsch übersetzt mit ganz hervorragenden Erklärungen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass es eben doch fälschlicherweise hier in Deutschland den Eindruck gibt, dass es sozusagen alles in Russland reguliert sei und es eben nicht mehr diese große Kreativität im Internet gibt. Auf der anderen Seite, davon werden wir sicher gleich noch mehr hören, ist es natürlich so, dass wir in Russland eine lange Phase erlebt haben der Freiheit des Internets, ganz anders als zum Beispiel in China, wo man eben von Anfang an regulierend eingegriffen hat und eben viele Chinesen gar nicht wissen, dass sozusagen abseits des chinesischen Internets es auch ein großes globales Internet gibt mit vielen Informationen, die man zum Beispiel in China nicht abrufen kann. Also in
Russland war die Entwicklung eine ganz andere. Wir haben die große Freiheit des Internets erlebt und in den letzten Jahren eben eine zunehmende Einschränkung durch viele Gesetze, von denen wir sicher gleich noch hören werden. Und das sind Entwicklungen, die wir auch in anderen Ländern, vor allem des postsowjetischen Raums, sehen, dass über rechtliche Regulierung eben die politische Führung diese Freiheit und Kreativität einschränken muss, bei der eben Journalisten und Aktivisten in den letzten Jahren eben auf, finde ich, zum Teil wirklich sehr kreative und großartige Weise geschafft haben, eben nicht solche Blasen zu erzeugen, finde ich, sondern im Gegenteil Netzwerke aufzubauen, Leute zu mobilisieren, sie zu informieren und einen ganzen Trend aufzubauen gegen die staatliche Propaganda, die eben vor allem in den Fernsehsendern, die eben bis heute, man schätzt so 80% der russischen Bevölkerung informiert sich über das Fernsehen immer noch und zieht seine Informationen daraus. Insofern sehen Sie, auch wenn Sie die Abrufzahlen anschauen, sind es Nischen, von denen wir sprechen, aber wichtige, kreative, aktive Nischen, die wir als Reporter ohne Grenzen sehr stark unterstützen und versuchen, Ihnen zu helfen. Wenn ich noch eine letzte Bemerkung machen darf, einfach um nochmal zu charakterisieren, was diesen Reichtum des russischen Internets auch ausmacht. Anders als in vielen anderen Ländern ist es so, dass das russische Internet ist ein russischsprachiges Internet, das global wirkt. Ich habe selber in Israel gearbeitet, wo sie über 1 Million Auswanderer haben aus der früheren Sowjetunion. Leute, die alle auch mit aktiv sind in Diskussionen im russischen Internet, daran teilnehmen, diese Informationen lesen, auch bei uns russischstämmige Menschen sind dort unterwegs. In den ganzen postsowjetischen Staaten sind viele Länder immer noch sehr stark russischsprachig orientiert, vor allem auch in Zentralasien. Und gerade in den Gesellschaften, die noch unfreier sind als das heutige Russland, ist eben das russische Internet eine wichtige Quelle, nur um einfach diese ganze Dimension vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Dankeschön. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam zu den unangenehmeren Fragen kommen, vor allem zu dieser leidigen China-Frage. Du hast ein bisschen dazu übergeleitet. Wenn ich mir das chinesische System vorstelle, denke ich immer, eine chinesische Userin oder ein chinesischer User geben irgendeinen Begriff in eine Suchmaschine ein, meinetwegen Demokratie oder Menschenrechte, und erhalten dann Ergebnisse, die ich hier gar nicht so adäquat finden würde, vielleicht auch keine oder jedenfalls unvollständige Ergebnisse. Wir hören immer von einer riesen Brandmauer, von einem Parallelnetz, von einer Parallelgesellschaft quasi, was diese Wissenszugänge angeht. Und auch wenn wir unsere Fragen im Programm so formuliert haben, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas tatsächlich angestrebt sein könnte in Russland, weil ich glaube, das wäre auch schädlich für diese Großmacht. Wie kann eine russische Führung seine Nation im Dunkeln lassen wollen? Das wäre ja gar nicht gut. Vielleicht können wir die Frage im Hinterkopf behalten, wenn Sie uns jetzt die tatsächlichen Strategien ein bisschen erörtern. Wir müssen sie ja nicht mit Ja beantworten, diese Frage. Wie sind die neuen Trends der Internetkontrolle seitens der russischen Führung? Wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen heute und Alexei Kozlov hat ja auch gesagt, dass die Situation im Internet sich ständig verschlechtert. Er hat mehrere herausragende Beispiele und Gesetze genannt. Die russische Führung tut alles, um das Internet zu kontrollieren. Aber ich denke, wir sollten das ein wenig in die Tiefe betrachten. 2012 war ja ein Scheidewendejahr. Seit 2012 ist das russische Internet nicht frei. Vor 2012 war das russische Internet höchstwahrscheinlich eines der freiesten Orte auf der Welt. Man konnte alles machen, alles schreiben, was man wollte. Man brauchte überhaupt keine Angst haben vor irgendwas, geblockt zu werden, geschlossen zu werden, strafrechtlich verfolgt zu werden, alles war gut. Dann kam der arabische Frühling und ich denke, der hat den russischen Führung sehr große Angst eingejagt. Und seit dieser Zeit begann man, das Internet zu kontrollieren. Das waren damals die ersten Versuche und jetzt sehen wir, dass die Situation sich spiralartig entwickelt.
Zuerst haben sie die einfachsten Methoden genutzt und haben versucht, Zugänge zu Informationen zu blocken über die Netzbetreiber. Das waren die erste schwarzen Liste. Damals hieß es, Kinder müssten geschützt werden vor schädlichen Informationen. Und damals wurden Themen verfolgt, sozusagen, die eigentlich, gegen die niemand was haben kann in der Gesellschaft. Zum Beispiel, wer wird was dagegen haben oder wird sich dagegen aussprechen, dass Kinderpornos geblockt werden oder Drogen, die Werbung für Drogenmissbrauch. Das wurde damals auf diese Art und Weise propagandiert, aber die Experten wussten damals schon, dass das nicht das Ende ist, sondern dass sich das ausweiten wird. Und so ist es auch gekommen. Zwei Jahre später ist das Gesetz über die politische Zensur, das Logavoy-Gesetz, verabschiedet wurde und Änderungen zum Informationsgesetz. Dank dieses Gesetzes können der Zugang zu Informationen extremistischen Charakters und dem Aufruf zu nicht genehmigten öffentlichen Veranstaltungen geblockt werden. Und so ist es auch genutzt worden. Also um in den sozialen Netzwerken die Aufrufe zur Kundgebung und Demonstrationen zu unterbinden. Dutzende, hunderttausend Sites sind geblockt worden. Und danach, auf Beschluss der Gerichte, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, sind über 300.000 Sites geblockt und geschlossen worden. Das läuft über die Netzbetreiber und deswegen leiden über 10 Millionen Websites darunter. Das sagen unsere Partner aus Roskom Svoboda, einer Nichtregierungsorganisation, die die Blockungen im Internet beobachtet und die entsprechenden schwarzen Listen. Aber relativ bald wurde klar, dass es nicht funktioniert, einfach nur eine Seite zu blocken, weil die Leute auch lernen, wie sie an Informationen kommen und wie auch die Betreiber von Websites können diese Blockierung umgehen. Also die Menschen haben trotzdem gelernt, das im Internet zu finden, was sie wollten. Und ein paar Schließungen von großen populären Ressourcen, wie zum Beispiel RuTracker, einem sehr beliebten Trackerdienst, führte dazu, dass nicht nur die Netzaktivisten, sondern ganz normale Menschen lernten, Blockungen zu umgehen. Und VPNs wurden in Russland verkauft und die Verkäufe stiegen um das Tausendfache in den Zeiten, in denen die Regierung versucht hat, populäre Ressourcen zu blocken und zu schließen. Und seit 2014, 2015 sehen wir eine Veränderung der Politik. Man blockt nicht einfach nur die Seiten, also die Sites werden nach wie vor geblockt, aber die Regierung verfolgt auch die, die Informationen im Netz verbreiten. Das heißt, sie versuchen, Angst zu verbreiten, Angst davor, Informationen zu verbreiten. Seitdem sehen wir eine sehr gewachsene Anzahl an Strafverfahren, und zwar nicht nur eine gestiegene Anzahl der Verfahren, sondern auch eine gestiegene Anzahl sehr harter Verfahren. Seit 2015 zum Beispiel für einen Repost eines Artikels oder eines Videos konnte man inzwischen ins Gefängnis kommen. Der ganz normale Bürger, der einfach versucht hat, irgendein Content zu reposten, kam ins Gefängnis. Und mehrere Dutzend Personen kommen für 4 bis 6 Jahre in Straflager seitdem, nur dafür, dass sie einfach etwas geliked oder repostet haben. Aber im letzten Jahr haben wir zusammen mit den Kollegen, als wir den Bericht über die Freiheit im Internet geschrieben haben, seit letztem Jahr haben wir das Gefühl, dass der Ansatz sich verändert und die Situation sich verändert. Das haben wir auch gehört ansatzweise in der in Mitteilungen von offiziellen Persönlichkeiten, die sagten, Sites zu blocken funktioniert nicht mehr, Menschen zu verhaften und in Lager zu stecken funktioniert auch nicht mehr so richtig. Also Zensur funktioniert zwar, aber Information verbreitet sich trotzdem. Und man hat das Gefühl, dass jetzt eine dritte Etappe kommt, die die Regierung also unternimmt,
ist ein Druck auf globale Plattformen, weil russischen sozialen Services, zum Beispiel das Vkontakte oder Yandex, der beliebteste Suchmaschine, sind natürlich vollkommen kontrolliert von der Regierung. Das war also die erste Geschichte oder das erste Mal, als Services auf Services Druck ausgeübt wurde. Das war so episodisch. Zum Beispiel hat die Verwaltung des Präsidenten versucht, Yandex dazu zu zwingen, keine Nachrichten auszugeben in der ersten Seite. Zum Beispiel die Top 5, die Top Nachrichten im Ruhrnet. Normalerweise war Yandex der Aggregator aller Publikationen, aller registrierten Mediablogs etc. etc. Das konnten ganz normale Blogs sein oder nicht registrierte, nicht als Medien registrierte Websites, die in diesen Top kamen. Und es hieß, dass zum ersten Mal Dmitri Medvedev, der damals Präsident war, sich aufgeregt hat darüber, dass auf der ersten Seite von Yandex während des russischen Einmarsches nach Georgien Nachrichten von georgischen Medien publiziert wurden. Und das ist eine Webseite, die russische Nutzer als erstes sehen, wenn sie ins Netz gehen. Das heißt, die meisten surfen mit Yandex im Internet. Und die Gesetzgebung wurde dahingehend verändert, dass jetzt in den Top-Nachrichten nur registrierte Medien auftauchen dürfen, die natürlich viel leichter zu kontrollieren sind. Und wenn das nicht passiert, dann wird die Suchmaschine zur Verantwortung gezogen. Niemand will diese Verantwortung tragen. Und Yandex hat natürlich sofort seine Regeln geändert. Vkontakte, ein soziales Netzwerk. Da ist es interessant aus einer anderen Sicht. Sie haben sehr viel Informationen über ihre User, zum Beispiel Gruppenadministratoren, zum Beispiel die Protestaktionen organisieren oder User, die überhaupt in Schriftwechsel stehen. Und Kontakte kann diese Informationen auch weitergeben. Wir sehen das aus Strafverfahren, die meine Kollegen in Russland führen, dass Yandex auf erste Anfragen diese Informationen offenlegt, ohne Gerichtsbeschlüsse, obwohl auch in Russland natürlich nicht schwierig ist, einen Gerichtsbeschluss zu bekommen. 99% der Anträge von Polizei und Geheimdienste werden durch das Gericht auch genehmigt. Aber man schreibt einfach das Unternehmen an, also Yandex zum Beispiel, und bekommt die Daten des Users. Jetzt geht es um ausländische Plattformen, Google und YouTube. Denn im Prinzip waren die wohl bereit, mit der russischen Regierung zusammenzuarbeiten und sind auch bis jetzt bereit, vor allem in dem Bereich unerwünschte Informationen zu löschen. Wir sehen, dass Google mehr russische Anfragen zur Löschung von Informationen bedient als amerikanische Anfragen der amerikanischen Regierung. Aber die Situation ist eine andere und internationale globale Service geben doch ihre Informationen nicht an die russische Regierung weiter über ihre User und ihre Follower. In den letzten Jahren sind eine Reihe von Gesetzen verabschiedet worden, die diese Internetunternehmen verpflichtet wurden. Sie müssen ihre Daten auf dem Gebiet der Russischen Föderation aufbewahren. Sie müssen unerwünschte Informationen auf Anfrage der russischen Regierung löschen und. Das heißt, von allen Seiten sind sie sozusagen belagert worden und die Möglichkeiten für eine Blockung, und die Strafen sind sehr groß und die russische Regierung hat sich selbst da sehr viel Möglichkeiten geschaffen. Sie hat sowas wie ein Kartenspiel und kann sich aussuchen, wofür sie einen Service verfolgt oder bestraft. Aber die russische Regierung wollte die Situation nicht zuspitzen und deswegen hatten wir ein paar Jahre, eine längere Zeit. Es gab Verhandlungen, ein paar Mal im Monat kamen Vertreter von Google, Twitter nach Russland. Sie verhandelten, dann fuhren sie wieder. Das ging alles so müde vor sich hin und Roskomnadzor, die russische Regierung sagte, gleich sind wir soweit, gleich werden sie alle russischen Gesetze einhalten. Das passierte dann aber nicht und so ging das langsam vorwärts, bis LinkedIn geblockt wurde in Russland. Und nichts ist passiert, weil das Netz ist, was in Russland nicht sehr populär ist. Nach einem Jahr hat man versucht, in Russland Telegram zu blocken. Und das war schon eine ganz andere Geschichte, denn die
Nutzer wollten nicht, dass Telegram geblockt wird, und sie haben angefangen zu protestieren und eine große Kundgebung, nicht politische, oder natürlich ist es auch politische Kundgebung, fand in Moskau zum Schutz des Internets gegen die Zensur und Unterstützung von Telegram im Frühjahr 2018 statt. Telegram lehnt es ab, dem föderalen Sicherheitsdienst den Zugang zu geben zum Schriftwechsel seiner User. Darum ging es tatsächlich. Früher wurde das nie gefordert, den gesamten Schriftwechsel offen zu lassen. Telegram wollte das nicht. Die russische Regierung hat Telegram geblockt, aber es hat nicht funktioniert. Sie haben das halbe Runet geblockt, Dutzende, Tausende Medien, Internetgeschäfte, selbst staatliche Seite, alle lagen da nieder, aber Telegram war nicht zu blocken. Telegram lebte und funktionierte. Natürlich gab es ein paar Haken dabei, aber schlussendlich der Dienst hat weitergelebt. Und da ist klar geworden, so wird es nicht funktionieren. Selbst wenn Telegram, also ein relativ kleines Unternehmen, effizient sich wehren konnte gegen diese Versuche, dann wird Google das nicht mal bemerken, höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir denken, sie werden jetzt einen anderen Weg suchen. Sie werden versuchen, jetzt Strafen einzusetzen. Google wurde im September bestraft dafür, dass es abgelehnt hat, verbotene Sites zu löschen. 500.000 Rubel, das hat Google gar nicht gemerkt, gar keinen Widerspruch eingelegt. Ich denke, wir werden bald Gesetzesänderungen sehen, die diese Strafen um hunderte, tausende Male erhöhen werden. Wie in Deutschland 50 oder Frankreich 50 Millionen Euro, die Google auferlegt werden. Da denkt sich die russische Regierung, das werden wir auch können. Und ich denke, Facebook und Twitter wird auch im Zielfeld sein und Apple. Und sie werden ähnliche Probleme bekommen. Und vieles wird davon abhängen, was die Services, wie die Services reagieren. Die russische Regierung zeigt, dass sie bereit ist, selbst wenn sie sich ins eigene Fleisch schneidet, Websites zu blocken, und tut es auch. Andererseits zeigt die russische Regierung auch, dass sie bereit ist, zu verhandeln, auch nachzugeben. Es ist also ein Handel, und der beginnt jetzt erst. Ich denke, 2019 werden wir erfahren und sehr viel klüger werden und sehen, wohin das alles führt. Wenn man das jetzt sozusagen strategisch so ein bisschen auf den Punkt bringt, dann ist die russische Führung davon weggekommen, Einzelne anzugreifen, Einzelne zu verfolgen, sondern will systematischer an die Sache rankommen. Hat zunächst die Telekommunikationsanbieter, die Netzanbieter unter Druck gesetzt. Die haben weitgehend mitgemacht. Und diese Privatunternehmer, also diese Dienste wie Telegram, sofern sie den Mut hatten, haben dem widerstanden. Und im Grunde muss man darauf hoffen, dass sich auch andere, meinetwegen auch die ausländischen, Facebook, Google und wie sie alle heißen, einigermaßen anständig verhalten. Obwohl es ja eigentlich nur Privatunternehmer sind, die Geld verdienen wollen. Ja, das finde ich gut, weil ich glaube, dass wir auch hier so eine Erklärung mal bedürfen. Was sind das eigentlich für Unternehmen? Ist das wirklich privat oder hat das mittlerweile eine ganz andere Bedeutung? Ich wollte da einfach nur mal einhaken, weil ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Moment sozusagen zum Verständnis dieser Plattform, wie wir sie ja oft landsläufig nennen. Die Frage ist, was ist das eigentlich, ne? Worüber wir da sprechen, wenn es Facebook ist oder Twitter oder Google. Es gibt da so eine ganze Fachdiskussion darüber, wo man sich beobachten kann, dass sich immer mehr ein Begriff durchsetzt, der nicht besonders, also eher sperrig klingt, Intermediäre ist so ein Begriff, der im Grunde aber widerspiegeln soll, das sind eben keine Medien mehr, Facebook, Twitter oder Google, sondern und es sind eben auch nicht nur technische Plattformen, sondern aus unserer Sicht, vor allem als Reporter ohne Grenzen, sind das eben auch neue öffentliche Räume, die da entstanden sind, die sehr wichtig sind für die Diskussion in sehr vielen Ländern und wo ich manchmal das Gefühl habe, dass mit dem üblichen Facebook-Bashing nicht erfasst wird, dass, so wie ich es vorhin beschrieben habe, es nicht nur so ist, dass sich bestimmte Medienmarken
längst ersetzt wurden durch eigene Online-Medien im Internet, sondern es gibt immer mehr Länder, in denen wir sehen, dass der eigentliche öffentliche Raum, auf dem publizistisch wirklich noch lebendig was passiert, ist oft nur noch Facebook. Und das zeigt eben, welche große Verantwortung eigentlich bei diesen großen Konzernen liegt, die ja wirklich entstanden sind, um vor allem Geld zu verdienen und unsere Daten abzugreifen und sehr viel Anlass bieten für viel Kritik, aber eben auf der anderen Seite eben eine Verantwortung tragen inzwischen für publizistische Vielfalt, öffentliche Diskussion, Debattenräume sind und vor allem, wenn wir uns auch jüngere Leute angucken, ob das nur Instagram eher ist heute als Facebook, das wahrscheinlich mehr meine Generation nutzt als jetzt die 19-20-Jährigen. Es sind ja auch immer wieder neue Räume, die da entstehen und die, bei denen es eben nicht nur um Geld verdienen geht. Und was vielleicht vielen hier gar nicht so bewusst ist, dass es auch in Deutschland natürlich den Versuch gab, das Ganze zu regulieren. Da war eben der Ansatzpunkt vor allem die ganze Diskussion um Hassrede oder Hate Speech. Daraus entstanden ist eben aus unserer Sicht auch ein monströses Gesetz. Das nennt sich Netzwerkdurchsetzungsgesetz, entstand am Ende der letzten Legislaturperiode im Eilverfahren, trotz der großen Kritik. Ich bin selber bei der SPD-Anhörung noch gewesen, von Justizminister Maas, der dieses Gesetz verantwortet, bei der es viel Kritik gab an diesem Gesetz. Und einer unserer kritischsten Punkte als Reporter ohne Grenzen war damals, dass wir gesagt haben, dieses Gesetz, das eben erlaubt, diesen Unternehmen, jetzt mal zum Beispiel Facebook, eben darüber zu entscheiden, was wird denn da gelöscht, ist ein furchtbares Beispiel für viele andere autoritäre Länder, die sagen, ach, die Deutschen machen so ein Gesetz, das können wir ja auch mal machen. Und in der russischen Debatte, da würde ich gerne von Ihnen das auch noch mal hören, welche Rolle das gespielt hat. Ich lese jedenfalls immer wieder, dass zum Beispiel in der Duma bei den Gesetzentwürfen, die jetzt eben vorbereitet werden für die Internetzensur, immer sehr gerne dieses deutsche Gesetz genannt wird, das seit 1. Januar 2018 in Kraft ist, dass wir, glaube ich, viel zu wenig wahrnehmen, dass eben versäumt, neue Gremien zu schaffen, die angemessen transparent herstellen darüber, was denn da gelöscht werden sollte, vielleicht aus guten Gründen, und das einer öffentlichen Debatte zuzuführen. Stattdessen ist das sozusagen den Plattformen überlassen. Und wir beobachten eben, das können Sie auch bei uns auf der Website nachlesen, dass eben eine Menge Inhalte einfach gelöscht werden, von vorne weg, wird der eine oder andere vielleicht selber auch feststellen, wo es eben eigentlich juristisch gar nicht sicher gegeben ist, dass das Hassrede gewesen ist. Und vor allem ist es eben ein schlimmes Beispiel für andere Länder. Da würde ich gerne einfach an die Kollegen weitergeben und vielleicht fragen Sie nach Ihren Erfahrungen damit. Bitte schön. Ich wollte noch etwas dazu sagen, was in Vkontakte und Telegram gelaufen ist. Mit Vkontakte liegt man sich schon lange richtig in Hahn und man hat erstmal den Eigentümer und die Leitung ausgewechselt. Pavel Durov hatte ja einen großen Service aufgebaut, unwahrscheinlich populär in Russland. Ist populärer als Facebook und war populärer als Одноклассники, unser erstes soziales Netz. Und als alle gesehen haben, wie stark der Mann geworden ist, hat der Staat sofort reagiert, hat den Eigentümer ausgewechselt und Durov musste gehen. Und das ist jetzt ein unter Kontrolle stehendes Medium oder Plattform. Und natürlich werden Nutzerdaten an den Staat weitergegeben. Und Telegram hat, und das hat auch mit Pavel Durov zu tun, der diesen Messenger aufgebaut hat, als er noch in Kontakte war, auch als Teileigentümer. Und ja, das ist für uns ein ausländisches Unternehmen, für Russland. Das ist ein nicht russisches Unternehmen, aber der Mann an der Spitze, das ist Pavel Durov, der auch weiß, wer gegen ihn Krieg führt, und durch die User-Unterstützung und so weiter für Telegramme. Das war interessant. Verschiedene Aspekte spielten hierbei eine Rolle. Wir sehen, wie die Staatsmaschinerie mit der Fliegenklatsche hinter diesem kleinen Telegramme hinterher wetzt und Telegramme nicht trifft, aber alles in Scherben haut. Ja,
Das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wir wissen alle, wer dieser Mann ist, den der Staat versucht zu erwischen. Und die dritte Geschichte, die dritte Sache, Telegram ist nicht nur unter Menschen populär, die alternative Standpunkte kennenlernen wollen, die einzelnen Kanäle lesen. Und diese Kanäle, die machen dieses soziale Netz so populär in Russland, weil da gibt es viele anonyme und nicht anonyme Kanäle mit unwahrscheinlichen Informationen der unterschiedlichsten Art, von unabhängiger Information und Wahrheit über viele Dinge bis irgendwelche Insights über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben und niemals haben würden. Ohne sie und dann der Staat, die staatlichen Behörden nutzen, das jetzt auch, die Präsidialverwaltung und die Leute, die da nicht mitarbeiten, aber im Auftrag der Präsidialverwaltung oder die finanziert werden durch diese Verwaltung, bauen Kanäle auf oder arbeiten über bekannte Kanäle und hauen dort auch unwahrscheinlich viele Informationen raus. Und zwar irrelevante Informationen. Das ist jetzt eine Geschichte, wo eine Menge Spam dabei ist. Desinformationsversuche gegenüber der Öffentlichkeit. Und Telegram lesen alle unterschiedlichste Menschen. Menschen, die oppositionelle Standpunkte vertreten und die Präsidialverwaltung. Also, da gibt es so eine Legende, dass die, wenn sie früh zum Job kommen, als erstes Telegram aufschlagen. Die Geschichte ist auch noch nicht ausgestanden. Da gab es im vorigen Jahr diese kleine Geschichte. Viele dachten, es sei ein Sieg, aber das hat noch eine Fortsetzung, weil Jahresende gab es Gerüchte, dass die Regierung, das waren Gerüchte, die sind bisher durch nichts bestätigt. Die russische Redaktion der BBC hat darüber geschrieben, dass die Regierung bereit ist, 20 Milliarden Dollar in ein vollkommen neues Sperrsystem zu investieren, um endlich mal was anderes als diese Fliegenklatsche zu haben. Also der Staat wird weitermachen. Ich würde eben auch noch was ergänzen. Ich würde gerne demnächst jetzt auch mal dieses Gespräch für das Publikum öffnen, weil ich sicher bin, dass es da auch Fragen gibt und Sie sollen sich gerne beteiligen. Ich wollte aber noch mal auf ein Wort kommen, auch wenn das jetzt gar nicht danach klang, als wenn das in Sicht ist. Sie haben vorhin gesagt, es wurde verhandelt. Es ging irgendwie weiter. Es hat alles gedauert. Inwieweit gibt es irgendeine Chance oder eine Perspektive, dass die Player, die da am Markt tätig sind und auch eine gute Position haben und Unterstützung kriegen aus der Bevölkerung, vielleicht auch aus Regierungskreisen, weil die diese Dienste auch nutzen, inwieweit könnte man sich vorstellen, dass es eine Koalition aus zivilen Kräften, aus solchen Monitoring-Organisationen wie der Ihren, aus anderen Bürgerorganisationen und staatlichen Stellen und diesen Unternehmern gibt, dass man darüber noch mal reden muss? Über dieses gesamte System und über diesen Kontrollwahn. Ist da irgendeine Chance? Hat man da einen Ansatz? Oder wird es weiter darum gehen, Schlupflöcher zu finden? Ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass man mit der russischen Regierung überhaupt über irgendwas reden kann. Verhandlungen, die Unternehmen führen, ja, die ziehen sich lange hin, die Inhalte und die Ergebnisse sind unbekannt. Wir sehen dann nur, dass irgendwas passiert. Also wir sehen, wie etwas passiert. Weil die Unternehmen schweigen sich aus und bedeutungsvoll. Und Roskomnadzor sagt, dass alles Paletti ist. Aber wir wissen, dass auch aus ihrer Sicht lange nicht alles Paletti ist. Die Internetfreiheiten ist natürlich ein Thema, das die Gesellschaft konsolidieren kann und zwar auch unterschiedliche Vertreter unterschiedlicher Standpunkte, unterschiedlicher Richtungen. Man sieht an
der Reaktion, das ist eine Frage, die alle interessiert und bewegt und alle sind bereit, darüber zu reden. Und die russische Regierung versucht nicht alle Eier in einen Korb zu packen, sondern zu verteilen. Also haben wir unterschiedliche Schwerpunkte, Seitensperren durch Netzbetreiber. Man versucht, den Markt zu monopolisieren, den der Telekom-Anbieter. Und dieses Jarovaja-Paket über die totale Spionage im Internet. Und man wollte ja damit angeblich den Terrorismus bekämpfen. Und es geht ja um die Vernichtung kleiner Netzanbieter. Und man versucht, alle Netze in den Händen von 5 bis 6 Großunternehmen, die unter dem staatlichen Fuchtel stehen oder überhaupt dem Staat gehören, wie Rostelekom. Man unternimmt technologische Anstrengungen und so eine ganz neue Sache, ein Gesetzesentwurf, der diskutiert wird, der müsste jetzt in zweiter Lesung bald sein. Das Gesetz über das souveräne Ruhnet. Und man hat vor, das alles staatlich zu kontrollieren und dann Roskomnadzor so die Möglichkeit bieten, dass wenn eine Gefahr für die kritische Infrastruktur des Runet besteht, die Steuerung und Leitung komplett zu übernehmen und dann über die Sperrung von Ressourcen, von Internet-Traffic und so weiter zu treffen. Und wir haben gesehen, als in Goschizien die Proteste waren, da hat man einfach das Internet abgeschaltet. Dort, wo Demos oder Meetings stattgefunden haben vor ein paar Monaten. Also man versucht, das von verschiedenen Seiten aus in Angriff zu nehmen. Und das sind keine guten Motive, alles was gemacht wird, ist Zensur, ist Repression, ist Beschränkung. Und ich weiß nicht, worüber man hier mit der Regierung überhaupt reden sollte. Ich nehme an, dass es auch aus den Reihen des Publikums durchaus Fragen gibt und würde Ihnen jetzt sehr gerne die Möglichkeit dazu geben, Entschuldigung. Gibt es bereits Wortmeldungen, gibt es Fragen? Sonst würde ich gerne, während Sie sich entscheiden, hier, Sergej. Vielleicht sagen Sie alle kurz, wie Sie heißen und was Sie machen oder was Sie herführt. Sergej Tymoschenkov, Гражданский форум ЕС Россия, наверное. Sergej Tymoschenkov, ich werde lieber Russisch reden und da mir fragen. Sie hatten ja über das souveräne Internet gesprochen und das wird ja auch immer mit dieser Soße serviert, wenn es da eine äußere Gefahr gibt, wenn dann Sanktionen verhängt werden und so, dann werden wir das Internet dermaßen was von. Und es geht ja um diese 20 Milliarden, diese Summe figuriert. Und wir wissen, dass es auch teurere Projekte in Russland gibt und die nicht funktionieren. Und sind das jetzt einfach nur leere Gebärden, leere Drohungen oder Versprechungen? Oder werden die wirklich da ein eigenes Internet, ein souveränes Internet aufbauen, was immer das auch sein soll? Danke für diese Frage. Das frage ich mich übrigens auch ständig. Das, was Sie jetzt gefragt haben, das Jarovaja-Paket, das ich auch schon erwähnt habe. Darüber hat man auch gesagt, dass man da einen Haufen Geld in die Hand nehmen muss. Es ging auch wieder um Abermilliarden, um das ganze Zeug zu installieren. Ist 2016 verabschiedet und funktioniert nicht. Das Gesetz ist in Kraft getreten, aber die Kommunikationsbetreiber können diese ganzen Geräte nicht installieren. Die sind nicht zertifiziert und wir glauben, dass das Fachministerium hier auf die Bremse drückt, weil das System sich überhitzen könnte, wenn man das alles macht. Und ich glaube, dass mit diesem souveränen Ruhnet das genauso sein wird. Die würden das gerne haben, so wie in China, aber dafür hat man weder Ressourcen noch die erforderlichen Technologien. Und Ruhnet wurde auch ganz anders aufgebaut übrigens. Ich glaube, es geht hier mehr darum,
dass einzelne Geschäftsleute, die regierungsnah sind und die diese panische Angst der russischen Regierung vor dem Internet und den sozialen Netzwerken ausnutzen, eigene Interessen durchzudrücken, versuchen und damit Geld verdienen, indem sie auch wieder irgendwelche Geräte liefern, Anlagen. Und das Fernmeldemuseum empfiehlt den Betreibern, Geräte bestimmter Hersteller anzuschaffen. Und das sind wieder staatsnahe Holdings, die das Zeugs herstellen. Also ich glaube, das wird in diese Richtung gehen. Irgendjemand wird ein bisschen Geld zur Verfügung stellen, jemand wird das was machen, aber ich glaube nicht, dass Runet komplett isoliert sein wird, irgendwann mal in der Zukunft. Glaube ich nicht. Ja, mich interessiert die Frage nochmal nach der Herkunft der Informationen. Vorhin waren zwei Dinge gesagt worden. Einerseits, dass Russland, und das kann man im Alltag ja auch erleben, zu den internetstärksten Gesellschaften gehört, von der Nutzung her, von der Omnipräsenz des Internets. Und gleichzeitig war gesagt worden, 80% der Leute erhalten ihre Informationen aus dem Fernsehen. Da gibt es also irgendeine Schnittmenge. Ja, alle sind im Internet, aber 80% mindestens gucken auf Fernsehen und empfangen da ihre Informationen. Wie kommt es, dass diese Information, die sozusagen gesellschaftlich-politischen Charakter hat, so dermaßen stark getrennt wird? Ja, wieso sind es doch immer nur dieselben 20%, die von den unabhängigen Medien sich Informationen holen? Also an der Technik liegt es nicht, an der Präsenz des Internets liegt es nicht. Es sind also doch Blasen, die quasi mit Milieus zu tun haben und vielleicht auch mit Glaubwürdigkeit oder Angehörigkeit an zu bestimmten, ja, sozialen Schichten oder dann doch auch vielleicht Ideologien. Das würde mich interessieren. Wollen Sie direkt antworten oder wollen wir vielleicht eine Frage noch hinzunehmen zu dieser Frage? Ja, Walter Kaufmann, Böll Stiftung. Vielleicht die Frage an Anna, sowohl als Internetnutzerin, als persönliche Internetnutzerin, wie als Vertreterin einer Redaktion von Colter. Weiß ich, wissen Sie, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen? Was darf Colter, um Risiken zu vermeiden, was darf es nicht? Was dürfen Sie als Internetnutzerin, was dürfen Sie nicht? Wie klar sind die Grenzen des Möglichen und Unmöglichen? Naja, es gibt schon Situationen, die allen klar sind, über die Grenzen des Erlaubten und des Unerlaubten. Aber zu sagen, dass ich als Internetnutzer jetzt irgendwelche Regeln befolgen sollte, nö, wenn es um Plattformen geht, wir haben die Regeln der Plattform vor Augen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber wir wissen, dass, wenn wir auf Facebook sind, da gibt es immer viele Scherze über Facebook-Zensur, weil die Leute bannen, weil sie da was gepostet haben. Also diese Sperren für Sachen, die manchmal einfach anekdotisch aussehen, zum Beispiel, wenn jemand das Wort Chachol, und das ist nicht eindeutig negativ, also wird für Ukrainer benutzt häufig. Und da gibt es auch viele Witze, Scherze und so weiter. Und man sperrt die Leute für einen Monat für alte Publikationen und das macht Facebook. Und was heißt, ins Internet zu gehen? Das heißt, man geht wohin? Wir wissen ja, dass wir nicht einfach in irgendeinem Raum sind, sondern konkret. Und jedes Mal gelten die Regeln des Service. Und Colter, wir haben auch unsere Regeln. Es gibt Regeln für die Medien, für die Massenmedien. Wir können zum Beispiel keine russischen Mutterflüche verwenden. Wir sind eine Kulturressource. Wir haben nicht nur journalistische Materialien, sondern es werden auch Gedichte oder Erzählungen veröffentlicht. Das heißt Belletristik. Und der einzige Fall, wo Colter mit der Polizei Probleme hatte, man hatte unseren Chefin vorgeladen, da wurde ein Artikel eines russischen Journalisten von Philipp Zvetko veröffentlicht über
einen poetischen Zyklus von Juli Guglew, einem bekannten Moskauer Dichter. Und in diesem Text hat er die Gedichte zitiert, wo die russischen Mutterflüche Materischina verwendet wurden. Und das hat ausgereicht. Bei uns sind diese Flüche wieder verboten in den Medien. Und man hat unsere Chefredakteurin vorgeladen. Und sie musste da der Polizei Rede und Antwort stehen. Das war vor ein paar Jahren, ist aber friedlich ausgegangen. Und die meisten Medien verpixeln, also machen Sternchen in diese Mutterfluchwörter rein. Und wir verstehen, dass von Zeit zu Zeit man für Reposts verhaftet werden kann. Das Problem besteht darin, dass das eine unvorhersagbare Sache ist. Wenn man ein Material repostet und man wirklich dafür einen Knast einfährt, kann vollkommen problemlos sein. Und wenn man mich als Nutzerin fragt, ich versuche an solche Dinge einfach nicht zu denken, weil viele Dinge sind einfach nicht vorhersagbar. Keine Ahnung, ob man dich für 8 Jahre einlocht oder ob die Polizei nur eine Verwarnung ausspricht. Das kann man nicht vorhersagen, man weiß es nicht. Es ist schon eine ganze Weile so, dass bei uns in Russland nichts wirklich durchdacht werden kann. Die Dinge laufen so oder die laufen so, weiß der Teufel wie. Seit einiger Zeit weiß man nicht, wie die Dinge laufen werden. Was Damir gesagt hat, ja, die werden mit dieser Aufgabe technisch nicht klarkommen. Und genauso kann ich annehmen, die werden noch andere Methoden finden, technische, weil die chinesischen Genossen werden kommen und unseren Genossen beibringen, wie die Dinge laufen. Oder man kann den Strom abschalten und schon ist kein Internet mehr da und damit hat sich's. Dankeschön, Anna. Also ich verstehe, dass man zum Teil mit Verdrängung, zum Teil mit Humor reagiert auf bestimmte Dinge, also mit, indem man sich einfach drüber lustig macht, weil man auch gar nicht so genaue Kenntnis hat und man muss ja auch irgendwie weiterleben und kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt vor allem Angst, so verstehe ich sie vor allem, dass die User nicht jetzt sich sozusagen in der Weise einschüchtern lassen, dass sie bei jeder Aktion im Internet wirklich drüber nachdenken, was es für Folgen haben kann. Vielleicht wollen Sie noch auf die Frage von Stefan Melle antworten, nach der Menge an Menschen, die sozusagen überhaupt unabhängige Medien nutzen, obwohl diese Möglichkeit besteht. Also es stimmt das wirklich, dass so viele Leute sich ausschließlich übers Fernsehen informieren und ist das vielleicht auch ein großes Problem? Ich denke, das Fernsehen ist nach wie vor tatsächlich die größte Quelle von Informationen in Russland und das größte Massenmedien. Das ist natürlich so. Seit dem Anfang der 2000er war ich noch, bevor ich bei Kolta gearbeitet habe, habe ich noch vor Open Space habe ich beim Fernsehen gearbeitet. Und ich habe das lange und ausführlich beobachtet, wie die Regierung das Fernsehen sich untergeordnet hat als Massenmedien und da die Kontrolle hergestellt hat. Danach passierte genau dasselbe in der Printmedien. Das passte dann zusammen zu der Branchenkrise, sodass die Printmedien auch immer weniger überleben konnte. Und danach ging das ins Internet weiter. Und dort hat die Regierung im Prinzip dieselben Maßnahmen angewandt. Nicht so wie beim Fernsehen, aber schlussendlich dasselbe. Entweder verbieten, enteignen oder von innen in einer Art und Weise verändern und sich gefügig machen. Nein, natürlich nutzen die Leute das Internet. Wenn wir sagen, die Leute gucken Fernsehen und nutzen das Internet nicht, das ist auch Quatsch, weil viele Leute gucken ja Fernsehen im Internet. Viele haben das Gerät schon gar nicht mehr. Wir haben lange auch naiv gedacht,
nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, dass wenn die Leute anfangen zu lesen im Internet, dann werden sie alle gebildet und dann werden sie auch verstehen, wie alles aufgebaut ist. Aber so ist es leider nicht, weil das Internet doch eine riesengroße Welt ist. Ein Universum mit den unterschiedlichsten Meinungen, mit den unterschiedlichsten Medien. Jeder kann sich dort sein Medium finden und seine Meinung finden und tatsächlich in seiner Blase dort weiterleben, wenn er das denn will. Und auch pro-staatliche Meinungen in Russland oder in China weiterverfolgen. Das heißt zu sagen, stimmt es denn die Menschen 80% und so weiter. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal im russischen Internet Werbeumfänge, also der Werbemarkt, hat gleichgezogen mit dem Werbemarkt im Fernsehen. Und das ist ein sehr starkes Wachstum. Das heißt, wir sehen, das Internet wächst. Wir sehen, dass die Werbeeinnahmen nach und nach dorthin fließen. Wir sehen, dass das Fernsehen sich diversifiziert. Und es gibt so viele Kanäle, große Föderale, die diese wahnsinnslawinenartige Propaganda machen. Die werden immer weniger geschaut, immer mehr werden Nischenkanäle geguckt, unabhängige Kanäle, vor allem thematische, kleine Kanäle. Das heißt, die Kleinen wachsen, die Großen schrumpfen. Aber wir haben natürlich eine sehr starke Internetdurchdringung in Russland und die Userzahl steigt ständig. Aber das bedeutet auf keinen Fall. Es gibt ja Menschen, die im Internet nur Witzeseiten sich anschauen und im Telegram genau dasselbe. Sie dürfen nicht denken, dass alle nur Politik lesen. Es gibt viele Leute, die in Telegram auch nur Witze lesen. Also das Internet ist genau dasselbe Medium und Umfeld wie jedes andere. Und hier die Menschen zu teilen, 80-20, ich habe immer große Angst vor diesen Zahlen. Wenn wir sagen, 86% unserer Bevölkerung sind für den Staat, das ist so ein standardisierter Witz in Russland. Wir wissen das gar nicht. Wir haben keine relevante Soziologie, wir haben keine Umfragen. Mein Vater ist Soziologieprofessor, ich weiß das deswegen. Und mein Vater untersucht massenkommunikative Prozesse. Wir haben soziologische Zentren, die Medienzielgruppen untersuchen und diese Zentren sind alle dem Staat unterstellt, wie die großen Supplier, die großen Werbeunternehmen, die sind alle dem Staat unterstellt, denn das ist natürlich Geld, von dem die großen staatlichen Sender auch leben und auch Soziologie ist natürlich kontrolliert und dem Staat hörig. Das heißt, wir haben nur sehr wenig unabhängige Zentren, die großen Umfragen machen könnten und uns relevante Zahlen geben könnten. Außerdem wissen wir ja auch, dass in ganz unterschiedlichen Bereichen die Unzufriedenheit wächst. Aber natürlich nutzen die Leute unterschiedliche Informationsquellen im Internet und wo auch immer. Aber man kann sie nicht so klar trennen. 80% schauen fern und deswegen sind sie für den Staat. Nein, 80% schauen in diesem Fernseher auch nur Show und keine Nachrichten. Das ist alles nicht so eindeutig und klar und nicht so einfach. Wir haben eine sehr große Diversifizierung von Informationsquellen. Das ist das Einzige, was wir klar sagen können. Um das Mikrofon bitten darf. Ich glaube, Anna, die Frage war vielleicht auch ein bisschen so gemeint, inwiefern gibt es eine Debatte, müsste es nicht eine stärkere gesamtgesellschaftliche Debatte um diese Neuerungen geben, von denen Damir uns berichtet hat. Vielleicht so, zielte das auch darauf ab, zu sagen, warum kriegt denn das keiner mit, warum gibt es nicht mehr Protest gegen diese Kontrollinitiativen des Staates. Bitte schön. Спасибо. Евгения Сайко меня зовут. В продолжении. Vielen Dank, Евгения Сайко. Ich möchte fragen und reagieren auf das, was Anna gesagt hat. Ich habe früher als Journalistin in der Tomska Media Group gearbeitet. Auch TV2, die vor 4 Jahren geschlossen wurde. Das war eine sehr erfolgreiche Fernsehsender, gehörte dazu. Und vor 4 Jahren fanden in Tomsk große Proteste statt, Kundgebungen im Dezember, um den Fernsehsender zu unterstützen.
3.000, 4.000 Menschen gingen bei minus 15 Grad auf die Straße. Für minus 15 ist das natürlich viel, aber für eine Universitätsstadt mit 600.000 Einwohnern, wie Tomsk ist, ist das doch sehr wenig. Und hier sehe ich ein anderes Problem. Außerdem, dass wir hier in der Titel der Diskussion haben, die Beschränkung der Meinungsfreiheit. Ich glaube, wir haben auch eine beschränkte Nachfrage nach Meinungsfreiheit und überhaupt eine beschränkte, eingeschränktes Vertrauen in die Medien. Und deswegen würde ich Sie Folgendes fragen wollen. Wie sehen Sie die Situation in den letzten 4, 5, 6 Jahren? Gibt es eine Nachfrage nach unabhängiger Information? Steigt sie oder sinkt sie in Russland? Und worin liegt das Potenzial? Mit welchem Potenzial kann diese Nachfrage geweckt oder gesteigert werden? Ich kann Ihnen da nur antworten als frühere Mitarbeiterin von NTV, einem Fernsehkantensender, der früher auch unabhängig war, war ein bisschen größer als TV2, war ein großer Fernsehsender. Und Sie können sich erinnern, dass damals da einen großen Eigentümerstreit gegeben hat und NTV ist faktisch zu Gazprom gekommen, einer staatlichen Unternehmen. Formal ist es immer noch unabhängig, aber real wird dieser Kanal jetzt durch den Staat kontrolliert. Damals, es war Frühling, es war nicht so kalt. Wir hatten mehrere tausend Leute bei Kundgebungen. Das hat die Situation überhaupt nicht beeinflusst. Was die Nachfrage betrifft, ich denke, natürlich gibt es eine Nachfrage nach unabhängiger Information. Ich denke, dass die Redefreiheit ein sehr angreifbarer Wert ist in Russland, ein sehr junger Wert. Ich denke, dass wo unsere Freiheiten als erstes beschränkt und uns weggenommen wurden, das waren die obersten Freiheiten, die klarsten Freiheiten. Das ist also die Redefreiheit und die Versammlungsfreiheit sind die Freiheiten, die sie uns als erstes genommen haben, die als erstes angegriffen wurden. Und wir in Russland haben sie sehr leicht aufgegeben, sowohl das eine als das andere, weil, naja, die Grenzen sind noch offen, wir haben noch ein bisschen mehr Wurst auf den, in den Läden als zur Sowjetunion. Ach, was sollen wir mit Meinungsfreiheit und mit Versammlungsfreiheit? Aber wenn wir merken, dass diese grundlegenden Freiheiten langsam eingeschränkt werden, auf einmal wird auch die Wurst weniger und auf einmal kannst du viel weniger ins Ausland reisen. So eigenartig, diese einfachen Dinge beschränken dein Leben Schritt für Schritt. Du kannst bald nicht mehr zur Demo gehen und irgendwann werden sie zu dir nach Hause kommen und deine Wohnung durchsuchen. Und es wird nur ein paar Jahre brauchen. Und zwar aus Gründen, die du niemals erwartet hättest. Also Nachfrage nach unabhängiger Information. Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Sie wollen das unterhalten werden von den Medien und sonst nichts. Natürlich gibt es Menschen, die nach wie vor glauben, dass Journalisten alle nur Fakes schreiben. Aber ich bin der Meinung, dass das wirklich ein sehr junger Wert ist. Er ist nicht tief verwurzelt in Russland. Er wird nicht sehr wahrgenommen in Russland als Wert, als Errungenschaft der Demokratie. Ich glaube ja, dass wir diesen Wert und diese Errungenschaft Anfang der 90er zu leicht bekommen haben, nach der Perestroika, zusammen mit allen Veränderungen. Wir haben nie dafür kämpfen müssen, nie konsequent sein müssen in unserem Kampf und die Situation, die wir mit dem ersten Putin-Regentschaft bekommen haben. Uns wird gezeigt, dass wir jetzt wohl kämpfen müssen. Zuerst müssen wir groß genug werden, um diesen Wert zu schätzen. Dann müssen wir die Angst verlieren, dafür auf die Straße zu gehen und so weiter und so weiter. Dann müssen wir lernen, nicht mehr von der Straße zu gehen und so weiter und so weiter. Aber wir sind bis jetzt noch nicht so weit. Wir sind noch nicht reif dafür, grob gesagt. So ist. Und ich frage mich, ob man vielleicht in der Zeit, als es so sehr, sehr frei im Internet zuging und so entspannt war und man eben Wurst auf dem Teller hatte und auch reisen konnte, ob man da vielleicht versäumt hat, sich zu
stärkeren Interessengruppen zusammenzufinden und stärker an einem Strang zu ziehen für Bürgerrechte und so etwas. Und ob es jetzt, ob die Leute jetzt erst aufwachen und merken, na, es wird doch immer enger. Herr Damir, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Ich glaube, ich muss Sie auch jetzt langsam bitten, so eine Art abschließende Bemerkung zu machen, was Sie noch auf dem Herzen haben, da wir jetzt langsam zum Schluss kommen müssen. Das bitte ich Sie alle drei einfach. Ja, ich habe eine Anmerkung und ich glaube, das kann auch ein Fazit sein für meine Gedanken zu diesem Thema. Warum protestieren Menschen nicht gegen die Beschränkung des Internets? Wenn Telegram gesperrt wurde, haben wir Hotlines eingerichtet für die Opfer der Sperrung. Viele Internetunternehmen, viele Internetgeschäfte waren Opfer und wir haben ihr angeboten, sie kostenlos zu beraten, juristisch zu beraten, vor dem Europäischen Menschengerichtshof mit ihnen zu ziehen und so weiter. Wir haben über 150 Anfragen bekommen. Das heißt 500 Anfragen, Anrufe bei der Hotline und 150 Menschen, die gesagt haben, dass sie sich gegen die Sperrungen wehren wollen. Und eine ist vor Gericht gezogen, eine sehr mutige Frau. Und unsere Kollegen haben auch das Projekt Wir kämpfen um Telegram gestartet, haben auch den Menschen angeboten, vor Gericht zu ziehen. Das waren Internetformen, man brauchte die einfach nur auszufüllen und seinen Wunsch äußern, in der Kampagne mitzumachen und eine Vollmacht zu schicken an die Juristen. 7000 haben sich registriert auf der Seite, 30 haben Vollmachten ausgestellt. Und die sind auch vor Gericht und vor den Europäischen Menschengerichtshof gegangen. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass das Internet und die Internet-User von Anfang an bestrebt waren und auch immer wussten, wie sie Verbote umgehen können. Das ist viel einfacher und effizienter, wenn man das Resultat anschaut. Es ist viel einfacher, Proxy einzurichten, VPN zu kaufen, den Service, die IP-Adresse zu wechseln, als zu kämpfen und zu versuchen, nachzuweisen, dass dieser Leviathan, der dir nicht zuhört, dem deine Argumente egal sind, irgendwas nachzuweisen. Wir sehen das ja vor Gericht. Kein Mensch hört diese Argumente. Und wir diskutieren das mit Juristenkollegen. Dieses Gefühl, dass du einfach umsonst arbeitest und nichts bewirkst, überhaupt nichts. Deine Argumente interessieren niemanden. Und das ist ein sehr großer Quell der Enttäuschung. Und das führt die Leute dazu, andere Mittel einfach zu suchen. Und ich denke, das ist doch das Unglück des Internets, dass die Leute nicht bereit sind, auf die Straße zu gehen, um das Internet zu schützen, weil sie andere Mittel sehen. Und, aber andererseits ist es auch ein Vorteil. Schlussendlich brauchen wir nicht auf die Straße zu gehen, um unser Recht, das Internet zu nutzen, zu schützen. Denn natürlich verlernen wir damit, auf die Straße zu gehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Vielen Dank an Sie alle. Ich denke, jede Vereinigung um den Kampf um eine Freiheit, wofür auch immer, setzt voraus, dass man das kann, sich horizontal zu vereinigen. Und wir in Russland haben damit ein riesengroßes Problem, denn unsere Gesellschaft war viele, viele Jahre lang ja so organisiert und so gebaut, dass es vertikal aufgebaut wird, Herrscher und Teile. Und bis jetzt ist das für die Regierung immer noch die beste Methode, damit die Menschen einander immer weniger an den Händen halten, damit die Menschen einfach nicht wissen, wie sie sich vereinigen. Es gibt eine solche Gewohnheit nicht in Russland. Es gibt diese Fähigkeit historisch nicht. Und als es begann, oder wir sehen, wie es beginnt, Zivilgesellschaft begann ja Anfang der 2000er, hat sich nach den Protesten von 2012 ein bisschen aktivisiert, ein bisschen intensiviert. Als die Diskussion begann, sollen wir weiter protestieren oder sollten wir lieber unsere Gärten pflegen und uns ein normales Leben, menschliches Leben einrichten? Und die Diskussion wird ja nach wie vor auch geführt, wenn auch sehr viel träger als vorher. Aber wir haben gesehen, wie kleine Vereinigungen entstehen.
dass Damir neben mir sitzt zum Beispiel, der eine Organisation, einen Verein vertritt, an der juristische Hilfe anbietet für Bürger in solchen Situationen. Oder dass auch meine Kollegen hier sind, die im dritten Sektor arbeiten, der sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren, also Wohltätigkeit, das, was Menschen selbst machen. Wenn Menschen selbst das in die Hand nehmen, was der russische Staat nicht in die Hand nimmt. Das entsteht nach und nach. Und irgendwann, hoffen wir, wird es das geben. Ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass es bald sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass es eine lawinenartige Entwicklung sein wird. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht müssen wir einen bestimmten Weg gehen. Warum die Menschen sich nicht vereinigen? Wenn sie das könnten, hätten sie sich schon längst vereinigen. Und für die Freiheit des Internets und gegen viele andere, viel schrecklichere Dinge in Russland gekämpft. Aber sie können es nicht. Erleben kann, dass bei Demonstrationen für Internetfreiheit auch nicht gerade viele Leute auf die Straße gehen. Also wir sind mit diesem Thema schon seit über 20 Jahren befasst und ich finde immer wieder auffallend, dass da eben auch oft das Bewusstsein fehlt, sozusagen wie wichtig eben auch in dieser Hinsicht Bürgerrechte zu wahren sind und dass da das Engagement eben auch nicht groß ist und man manchmal den Eindruck hat, es gibt so eine kleine verschworene Netzgemeinde, die dann auf die Straße geht, aber eben viele andere Bürger diese Themen offenbar abstrakt finden. Ich möchte vielleicht auch noch ergänzen, dass wir versuchen auch in unseren Stipendiatenprogrammen dieses Thema immer stärker auch in den Vordergrund zu rücken, weil wir feststellen, dass für viele Journalisten in anderen Ländern eben es immens wichtig ist, sozusagen mit digitaler Sicherheit umzugehen. Und wir dafür auch zum Beispiel ein ganz neues Stipendiatenprogramm haben seit dem letzten Jahr, das der Senat fördert, wo wir eben also anbieten, dass Kollegen zu uns kommen und hier geschult werden zum Thema digitale Sicherheit. Das bedeutet eben einmal, dass sie selber lernen, sicher zu kommunizieren und zu publizieren. Das sieht dann in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich aus. Also wir haben zum Beispiel eine Kollegin aus Syrien, bei der bedeutet das sehr stark, Anonymität wahren zu können unter den wirklich schweren Bedingungen dieses Assad-Regimes. Das bedeutet für andere Kollegen in Ägypten, wie umgeht man es eigentlich, dass das Internet tageweise ganz weg ist? Was macht man da? Und unser Ansatz ist eben auch darüber hinaus, über diese ganz technische Schulung, die ja viele Journalistenorganisationen inzwischen anbieten, ganz stark das Bewusstsein dafür zu schärfen, welche Gefahren und welche Chancen das Internet bietet, dafür zu sensibilisieren und eben auch die Leute so weit zu trainieren in 3 Monaten, die sie hier in Berlin sind, dass sie zurückgehen in ihre Länder und das in ihren Redaktionen weitergeben, weil wir eben ganz fest davon überzeugt sind, dass das ein ganz wichtiger eine wichtige Hilfestellung ist, um sozusagen sich diese Freiheit des Internets zu erhalten, dass man eben weiß, damit umzugehen, andere Kollegen da mitzunehmen, wie man eben gegen diesen leider, glaube ich, weltweit zu beobachtenden repressiven Kurs gegen die Freiheit des Internets eben irgendwie sich entgegenzustellen. Und ja, da kann ich Sie alle auch nur auffordern, sich da kundiger zu machen, sich dafür zu interessieren und das mit zu unterstützen. Dankeschön. Wir werden gleich in einem zweiten Panel über die Aktivitäten und was es alles gibt im Internet an publizistischen, journalistischen Aktivitäten mehr lernen. Wir haben hier gelernt, dass die Situation sehr angespannt ist, dass aber trotzdem, trotz vielleicht fehlender, breiter gesellschaftlicher Opposition oder politischer Organisation immerhin die Tradition besteht, Verbote irgendwie zu umgehen und den Humor zu wahren und das zu tun, was möglich ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Podiumsgästen für dieses sehr interessante, wenn auch schwierige Gespräch, weil es ein schwieriges Thema ist. Ich bedanke mich auch für die konzentrierte Stimmung im Publikum und die Mitarbeit durch Fragen und wünsche mir, dass Sie alle in einer halben Stunde wieder hier sind, also um 7:15 für die Fortsetzung dieses Abends. Zu guter Letzt möchte ich auch den Dolmetschern ganz herzlich danken. Ich war sehr auf Sie angewiesen leider und bin sehr froh, dass Sie das hier immer so schön machen, weil ohne Sie können wir das nicht veranstalten.